auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Mit diesem jubelnden und fröhlichen Ostergruß grüße ich euch alle ganz herzlich zur kleinen Osterandacht aus Neunkirchen. Wir feiern diese Andacht im Namen des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Gelbe vom Ei. Wer davon spricht, meint meistens das Beste von allem, weil im Eigelb ganz besonders viel drin steckt, damit ein Küken groß werden kann. Wer an dieses Gelbe vom Ei kommen will, muss sich allerdings erstmal durch Schale und das Eiweiß durcharbeiten. Und gerade bei größeren Eiern ist das schon eine Aufgabe. Auf jeden Fall gehören zu Ostern die bunten Eier dazu. So schmücken die Ostereier ganz viele Gärten oder auch Ostersträuße, ganz egal, aus welchem Material sie sind. Die Eier zeigen, aus ihnen kommt neues Leben. Ostern besiegt Jesus den Tod, das Leben siegt. Doch bevor wir alle zu diesem genialen Gelben vom Ei kommen können, musste einiges passieren. Judas verrät Jesus, Soldaten verhaften Jesus, Petrus verleugnet ihn und auf Druck des Volks verurteilt Pilatus ihn zum Tod. Jesus muss sein Kreuz dahin tragen, wo er hingerichtet wird. Genau durch die Straßen, wo ihm vor kurzem noch die Leute zugejubelt haben. Soldaten, Schriftgelehrte, Schaulustige schauen zu. Auch Maria, die Mutter von Jesus und sein Jünger Johannes, müssen mit ansehen, wie er stirbt. Jesus kommt in eine Grabhöhle und alles scheint vorbei. Das Grab schließt alles Leben ein, so wie die Kalkschale das Innere vom Ei einschließt. Jesus ist tot. Doch aus dem Ei kommt wieder Leben. Gleich einem Ei springt das Grab auf, hat ein Kirchenvater mal gesagt. Gott erweckt Jesus von den Toten und Jesus steht wieder auf. Der Stein, der das Grab versperrt, ist weggerollt und das Grab ist leer. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist die Botschaft von Ostern. Oder um im Bild zu bleiben, das ist das Gelbe vom Ei. Jesus hat diese feste Schale des Todes gesprengt. Er lebt. Seitdem dürft ihr alle mit dieser frohen Botschaft leben. Auch ihr werdet auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Mit dem Tod ist nicht einfach alles aus. Denn Gott ist stärker als der Tod. Bei ihm siegt das Leben. Das klingt schön und gleichzeitig ziemlich allgemein. Kinder haben sich mal Gedanken dazu gemacht, was Auferstehung eigentlich bedeutet. Und da wird es, finde ich, etwas konkreter. Auferstehen ist, wenn es wieder hell wird nach der Dunkelheit. Auferstehen ist, wenn man auf dem Boden war und wieder hochkommt. Auferstehen ist, wenn ein Pflänzchen aus der Erde wächst. Auferstehen ist, wie wenn aus der Raupe ein Schmetterling wird. Auferstehen heißt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Auferstehen heißt, dass die Liebe stärker ist als alles. Auferstehen heißt, dass Gott mit seiner Kraft bei uns ist. Weil Gott so eine großartige Botschaft für uns Menschen hat, hängen wir an ganz vielen Stellen bunte Eier auf. Als Zeichen dafür, dass wir uns freuen. Als Zeichen für unseren Glauben. Als Zeichen für das Leben. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Lebendiger Gott, gestern noch waren wir mitten im Tod. Heute stehen wir mit Jesus Christus auf. Gestern noch haben uns Sorgen niedergedrückt. Heute ist der Stein, der uns niederdrückt, weggewälzt. Heute singen wir dein Lob. Heute wagen wir uns wieder ins Leben. Danke dir dafür. Heute bitten wir für die, die noch im Gestern gefangen sind. Lass es Ostern werden für alle, deren Leben durch Krieg, Vertreibung und Hunger bedroht ist. Lass es Ostern werden für alle, die krank, mutlos, traurig oder verzagt sind. Lass es Ostern werden, heute für alle Menschen an allen Orten. Amen. Und so geht in diesen
Tag mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.